Burger, Pizza, Döner und Co. Wir alle lieben Fastfood. Doch was steckt drin in den schnellen Lieblingsgerichten der Deutschen? Kann man sie zu Hause genauso lecker nachkochen? Profiköchin Sibylle und Barista Mergim wollen es wissen. Die Fastfood-Hacker. Frankfurt Ostend. Noch tappen die beiden im Dunkeln, welchen Fastfood-Klassiker sie heute originalgetreu zubereiten müssen. Ich persönlich finde es halt immer sehr schwierig, dass es schon einen gibt, der das tausendmal macht. Und wir sollen genau das nachkochen. Aber wir werden es schaffen. Ja. Wir werden es schaffen. Deswegen sind wir ja da, wir wollen gewinnen. Hacker, Fastfood-Hacker und nicht Fastfood-Losers. Da vorne ist die Hanau, da ist ja alles. Italiener, Asia, Türke. Nur zu welchem Laden müssen Sibylle und Mergim? Die Ungeduld wächst. Können wir jetzt loslegen? Ja? Fastfood-Hacker. Das sind wohl wir. Neben der Adresse des Restaurants befindet sich im Umschlag noch der ein oder andere Ratschlag. Bitte geht zur Sonnemannstraße, die ist hier um die Ecke, kenne ich mich aus. Aha. Und probiert dort das Gericht, das ihr heute hacken müsst. Die Zieladresse, ein Stück Italien in der Main-Metropole. Hier steht der Chef noch selbst am Herd und das schmeckt man. Buongiorno, ich bin Antonio Marcellino von der Pizzeria Mille Lire. Und heute koche ich für euch Spaghetti Carbonara. Den Nudelklassiker aus Rom gibt's seit dem Zweiten Weltkrieg. Er besteht, wie die meisten italienischen Speisen, aus einfachen, wenigen, aber ausgesuchten Zutaten. Wichtig ist beim Kaufen von Spaghetti, und da müssen die Fastfood-Ecker aufpassen, dass sie richtige Spaghetti holen, und zwar Trafilati in Bronzo. Bei diesem Herstellungsverfahren wird der Nudelteig durch traditionelle Bronzegussformen gezogen. Weil dadurch die Struktur so schön rau wird und kann die Soße besser haften. Für alle Anfänger hat Toni zwei Tipps parat. Nummer 1, Pasta immer erst ins Wasser, wenn es kocht. Nummer 2. Die Regel ist 1, 10, 100. Das heißt, bei 1 Liter Wasser kommen 10 Gramm Salz und 100 Gramm Nudel. Strengt euch an, denn dieses Fastfood ist der Stolz einer ganzen Nation und es wäre doch schade, wenn ihr es vermasseln würdet. Oh, das ist natürlich ein Brett, was den Druck, also das raketenähnlich nach oben schnellen lässt. Für seine Carbonara verwendet Toni zwei Sorten Hartkäse, salzig-kräftigen Pecorino und den etwas milderen Grana Padana. Ich bin mal gespannt, ob die Fastfood-Ecker das herausfinden. Um den Spaghetti den richtigen Schmelz zu verpassen, nimmt Toni fetten Schweinespeck aus reinem Backenfleisch. Erst luftgetrocknet und nur mit Salz und Pfeffer veredelt. Das hier ist Guanciale. Eine Pancetta wird innerhalb 20 Tage produziert. Ein Guanciale, da braucht man so ungefähr 20 Monate. Hauchdünn entfaltet der Speck sein ganzes Aroma. Beste Zutaten. Für Toni ein Muss. Guarda che bello. Noch haben die Fastfood-Hacker das Mille Lire nicht gefunden. Hier, das Handy sagt, es ist nicht hier, es ist da vorne. Da, wo diese italienische Fahne rausguckt und so ein Typ ganz nervös zu uns rüberschaut. Lauf weg, solange du kannst. Wir kommen. Es ist ein Italiener. Und dann war für mich klar, Pizza, yes, wir machen Pizza, weil das ist das Fastfood der Italiener. Carbonara dauern bei Toni genauso lange wie eine Pizza, nämlich 8 Minuten. Ein Tipp von mir, was ein bisschen diese Carbonara ein bisschen so lebendiger und personalisiert. Ich mache ein bisschen Frühlingszwiebeln rein. Ist nicht original, ist Tonis Art. Das ist ein bisschen diese, mein eigenes italienisches Können. Italienische Küche ist Lebenseinstellung. Eine Küche, die viel Gefühl braucht, viel Liebe zum Produkt. Amore. Das ist wichtig. Um das Gericht zu hacken, reicht Amore nicht. Hier zählen Optik und Geschmack. Hi, hi. Ciao, Toni. Toni. Toni ist der Vorzeige-Italiener. So ein cooler Typ. 1,50 Meter groß, aber ein Ego für 2 Meter. Total klasse. Allora, meine Beste, ich werde euch heute ein Spezialgericht vorbereiten. Diese Gerichte, das ist typisch in die Geschichte gegangen. Oh je. Ich weiß, dass die Pizza gar nicht so geschichtsträchtig ist. Und da ist meine Vermutung, es ist keine Pizza. Italiener. Ja, weil meine Frau ist aus Sizilien. Und wir kennen
die italienische Küche in- und auswendig. Wir wissen ja immer noch nicht, was kommt. Nein, aber egal, was auf den Tisch kommt, wir machen es geil. Es wird gekocht, also nicht, es wird gegessen, es wird gekocht. Aber Nudeln schließe ich aus, einfach so von der Fastfood-Seite her. Die Spaghetti sind fertig. Der Chef empfiehlt bei der Kochzeit, die Packungsanweisung zu befolgen, denn jede Nudel ist anders. Jetzt haben wir hier die Spaghetti al dente gekocht und nicht zerkocht, matschig. Okay? Wir sind keine Chinesen, wir sind Italiener. Capito. Bissfest müssen sie sein und cremig. Dafür sorgen in der Carbonara rohe Eier. Was einen Geschmack gibt, ist das Eigelb. Ja? Und da gibt er diese gewissen Creme und nicht diese, wie kann man sagen, Spiegelei-Effekt. Okay? Für den einzigartigen Geschmack rundet Toni seine Carbonara noch mit Käse ab. So lieben sie die Römer. Firlefanz wie Sahne und Co. lehnt er ab. Man muss da schon auf die Tradition achten. Das ist ein Stückchen unserer Kultur und diese Kultur muss erhalten bleiben. Mit einer Kelle hausgemachter Gemüsebrühe gibt Toni der Pasta den letzten Schliff. So wird sie nicht so schnell trocken. Zuletzt eine ordentliche Portion frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. E finito. So, carissimi, ecco qui a voi. Surprise! Auf einmal sind das Spaghetti Carbonara. Buon appetito. Der Teller Nudeln bringt sie billevoll aus dem Konzept. Was ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, so 000, gar nicht, Pasta. Ich setze Spaghetti Carbonara. Ja, krass. Ich habe es mir ein bisschen komplexer vorgestellt. Vielleicht kommt die Komplexität ja beim Probieren. Konzentration und das Vertrauen in den eigenen Gaumen sind gefragt. Wie ist die Konsistenz des Gerichts und vor allem, welche Zutaten sind drin? Ei, Petersilie. Nudeln. Jeder Italiener hat seine eigene Lieblingsmarke, außer er macht sie selber. Also ich glaube nicht, dass sie selber gemacht sind. Warte. Es gab die Diskussion, sind die Nudeln selbst gemacht oder nicht? Und wie könnte man das besser testen, als sie in die Hand zu nehmen und zu schauen, ob sie alle gleich dick und lang sind? Ja, schwierig gerade. Also die, die wir erwischt hatten, waren eigentlich gleich lang. Und ganz ehrlich, die Arbeit, Nudeln selber zu machen, die Zeit können wir uns sparen. Also, wir bauen den richtigen Speck. Das wird die Herausforderung. Das kann Pancetta sein, weil hier dieser ganze Fettrand ist. Ja, das ist nicht einfach irgendwie Schweinebauch. Nein, 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 nein. Ich schreibe mal auf Pancetta, weil ich glaube, das ist der. Spaghetti. Ei, Olivenöl. Weißt du, was wir noch rausfinden müssen? Weil wir das nicht mit Sahne machen, brauchen wir für die Soße ein bisschen Käse. Wir brauchen Käse. Dass das so eine cremige Konsistenz wird. Und da kommt dann die Spaghetti rein. Ich bin mir total unsicher mit dem Käse. Ich habe das ganz deutlich geschmeckt. Jetzt kann ich mir nicht eingebildet haben. Deswegen wundert es mich ein bisschen, warum Sibylle das nicht gleich geschmeckt hat. Ist das vermeintlich einfache Gericht doch komplexer, als die Sterneköchin angenommen hat? Es ist so festkrümelig. Wie man sich so verunsichern lassen kann, ne? Von diesem Scheiße. Wir müssen es hacken, indem wir es eins zu eins nachkochen. Die müssen da sitzen und müssen sagen, ey, genau das haben wir bei Toni im Restaurant gegessen. Doch dafür müssen die Fastfood-Hacker als erstes die richtigen Zutaten einkaufen. Geld, 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 da kommt es geflogen. Wie von Geisterhand. So, also, da schauen wir mal. How much? Wie viel wir denn haben? Insgesamt 38 Euro. Grundlage ist Tonis Pasta für 9,50 Euro. Da Sibylle und Mergim für drei Jurymitglieder und einen Probeteller kochen müssen, bekommen sie das vierfache Budget. Vor dem Einkauf zieht Mergim den Telefonjoker. Wir fragen noch eine Person, die es wissen muss. Deine Frau. Jawohl. Die gebürtige Italienerin soll die Einkaufsliste gegenchecken. Spaghetti. Ja. Dann habe ich hier Pancetta. Nein. Nein. Pecco, was? Wie nein? Kein Pancetta, du musst Guanciale nehmen. Guanciale? Habt ihr Guanciale? Ja. Oh, scheiße, das gibt's. Okay. Die hat sofort quergegrätscht und sagt, kein Pancetta. Da gehört Guanciale rein. So ist das traditionell. Bei seiner Frau kommt Carbonara seit der Kindheit auf den Tisch. Sie muss es wissen. Das da. Guanciale. Guanciale. Um sicher zu gehen, verkosten die Fastfood-Hacker den edlen Speck. Mergim denkt, er sei auf der richtigen Spur. Doch Sibylle grätscht dazwischen. Mit dem Guanciale sind wir jetzt 100% sicher. Wobei das, wenn ich
du Himmel. Ich wieder. Ja, mit ja. nix bin ich mir so sicher. Der Speck, den wir in den Carbonara drin hatten von Toni, ja? der war nicht so salzig. Könnte ich noch eine Scheibe Pancetta mal probieren? Die italienische Variante des Bauchspecks vom Schwein wird in der Herstellung aufgerollt und luftgetrocknet. Siehst du, das ist aneinander. Ja, sieht schon so aus wie da, ne? Ja. So, jetzt haben wir ein Problem. So, können wir es nicht vielleicht doch mal probieren? Im Gegensatz zum feinen Aroma des Guanciale kommt der Pancetta salzig daher. Er ist viel kräftiger im Geschmack. In der Vergleichsverkostung Pancetta Guanciale, ich bin mir fast sicher, dass es einer der Pancetta-Specke war. Die Jurymitglieder Harry Hochheimer und Ines probieren Tonis Gericht ebenfalls. Sie bewerten später, ob die Fastfood-Hacker die Carbonara optisch und geschmacklich originalgetreu imitiert haben. Mmh, sehr lecker, sehr cremig. Weißt du, keine Sahne-Pampo, nix, sondern diese Schweinebäckchen. Einfach toll, passt alles harmonisch wunderbar. Vor allen Dingen al dente gekocht. Genau der wunderbar. Richtige Biss. Perfekt. Für meinen Geschmack schön viel Pfeffer. Ich glaube, die Fastfood-Hacker, die werden da zu kämpfen haben. Die kämpfen aktuell noch an der Käsetheke. Wir sind uns einig, es wird ein Pecorino. Ja, aber ich sehe hier ja Trillionen Pecorino-Sorten. Azillionen von Pecorino. Ja. Welcher wird denn verwendet für Spaghetti Carbonara? Der heißt Pecorino Romano. Der Rohmilchkäse vom Schaf reift circa ein Jahr und hat eine aromatisch-nussige Note. Der ist toll. Nehmen wir 100 Gramm mit? Ja. Oh geil, wir haben den richtigen Speck, wir haben den richtigen Käse. Jetzt brauchen wir nur noch Spaghetti, Petersilie, Eier, Olivenöl. Über 100 Spaghetti-Sorten und die beiden haben keinen Plan, welche die richtige ist. Mit Handyfoto vom Originalgericht bewaffnet, fangen sie an zu vergleichen. Ich finde, dass die hier dem da sehr nahe kommen. Oh, 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 oh. Mackie hat so die dünnen Gelben rausgesucht und ich habe mich eher an die blassen Dicken gehalten. Und dann haben wir verglichen und konnten uns nicht wirklich entscheiden. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wenn wir jetzt beide nicht zusammenkommen, müssen wir das ausschnick-schnack-schnucken. Schnick-schnack-schnuck. Mist. Okay, deine. Insgesamt haben die Fastfood-Hacker 38 Euro für den Einkauf. Bleiben sie im Budget, kassieren sie den ersten Punkt. Ja. Preispunkt? Check. Vom Startbudget ist mehr als die Hälfte übrig. Aber ist auch alles drin im Einkaufskorb? Ich bin mir 100% sicher, dass wir alles haben. Jetzt machen wir mal das schnellste Fastfood-Gericht, das wir bis jetzt zubereitet haben. Originalkoch Toni verfolgt das Geschehen live aus seinem Restaurant. Durch den Backup, den ich von meiner Frau habe, möchte ich das jetzt mal federführend hier machen. Kurz für die Kamera. Ja. Das Gericht. Ja. Wenn wir es verkackt haben, ja. geht auf deine Kappe. Ganz genau. Die Küchenleitung quasi an Mackie abzugeben. Auf der einen Seite überlege ich, oh, war das jetzt eine gute Idee? Auf der anderen Seite, er ist sich seiner Sache so sicher und er will das mit so einer Leidenschaft machen, dann soll er es auch machen. Das Mise en place, also die Vorbereitung für die Carbonara, ist überschaubar. Blamieren können wir uns mit dem Gericht nicht. Es ist sehr, sehr schwierig, gerade weil die so wenige Zutaten haben. Und da muss man wirklich mal aufpassen. Heute ist Mergim der Boss. Seine neue Rolle scheint ihm zu gefallen. Das alles bitte schneiden. Ich wäre jetzt fertig mit dem Frühlingslauch. Was soll ich als nächstes machen? Du kannst den Speck schneiden. Ja. Aber wirklich nicht zu klein. Es reicht im Prinzip, wenn du viertelst. Ja. Die Scheiben, okay? Ja. So will ich das haben. Ja. Obwohl sie Guanciale gekauft haben, entscheiden sich die beiden für den falschen Speck. Auf dem Bild, das wir gemacht haben, muss es ein Pancetta gewesen sein. Und wenn Toni Pancetta drin hatte, dann tun wir das auch. Gibt es auch Italiener, die benutzen auch die Pancetta. Aber dann würde ich Beispiel jetzt nicht den Pecorino nehmen. Weil wiederum Pancetta sehr salzig, kräftig. Pecorino auch sehr kräftig, sehr salzig. Dann wird der Geschmack so zu streng. Statt Sahne, wie man es in einigen Restaurants hierzulande bekommt, macht man Carbonara klassisch mit Ei. Eigelb bindet. Und wenn ich das Vollei, ohne es verrührt zu haben, da reingebe, dann gibt es weiße Flocken und gelbe Flocken. Klassisch Spaghetti Carbonara ist nur Eigelb. Jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden aus der Erfahrung heraus.
So, Chef. Eigelb, Eiweiß. Perfekt. Sibylle hat ihr halbes Leben in der Sternegastronomie verbracht. Beim Nudelkochen kann da ja eigentlich nichts schiefgehen. Eine krasse Enttäuschung wäre, wenn die Nudeln irgendwie verkochen. Das wäre mir peinlich einfach. Mergim ist in seinem Element und macht unter Sibylles Augen den ersten groben Fehler. Pancetta ist von Haus aus sehr fettig. Deshalb braucht man zum Anbraten nur wenig Öl. Die Sibylle da, sie hätte da mehr angreifen sollen. Sie hätte mehr sagen sollen, ey, pass auf, warte mal, ihr stimmt nicht so, mach mal das anders. Ein bisschen Salz, Pfeffer dran. Genug. Nee, das ist nicht genug. Wir brauchen jetzt ganz viel für den Teller noch. Und ein bisschen salzen. Der Moment, wo ich gedacht habe, mein Gott, nein, das geht gar nichts. Dann hat er noch mal Wasser, dann hat er noch mal Salz reingemacht. Und ständig auch mit Salz. Also Pancetta ist salzig. Man muss jetzt nicht so viel Salz reintun. Da kommt jetzt der Käse mit rein. Jetzt müssen die Nudeln abseiern, bitte. Ja. Und die vier Eier. So. Rühren, Eigelb, stocken, Vorsicht. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Alles in die Pfanne und dann stehen lassen, die Eier mit dem heißen Wasser da drauf. Es war zu spät. Statt endlich einzugreifen, lässt Sibylle ihren Partner einfach weitermachen und befolgt stoisch dessen Anweisungen mit fatalen Folgen. Oh. Oh, Mama mia. Du warst zu schnell. Warum? Ja. Ah. Und da schmeißt er die Nudel rein, aber ich sage, okay, ich weiß schon, was ich esse heute. Nudelomelett. Mergim hat Sibylle die Nudeln abseihen lassen, ohne sie vorher zu probieren. Knackig. Knackig sind Spaghetti wann? Genau, wenn sie nicht lange genug gekocht wurden. Ich hätte die Nudeln mit dem Pancetta fertig gemacht und mit dem Käse und dann ganz zum Schluss so dieses Ei so da reingerührt. Aber das Kind war schon in den Brunnen gefallen und dann hoffte ich nur noch, das schmeckt einfach geil. Mein Schwiegerpapa sagt immer, vergiss nicht Salz, mein Freund. Ah, ja. Was mich so gewundert hat, war diese Schlussphase. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass die Sibylle sagt, warte mal, machen wir jetzt einen Stopp, wir machen das noch mal. Von 16 Punkten würde ich sagen, haben wir 13 Punkte. Ja. Bei 13 Punkten hätten die beiden das Gericht erfolgreich gehackt. Darüber entscheidet die Jury. Gourmet Harry Hochheimer, Originalkoch Toni und Pasta-Fan Ines bewerten die Pasta in puncto Optik und Geschmack. Spaghetti Carbonara. 5 Zutaten. Das sollte jede Hausfrau eigentlich hinbekommen. Wichtig ist mir, dass es erstmal optisch und geschmacklich natürlich an Tonis rankommt. Eine Enttäuschung wäre Beispiel, dass die Nudeln nicht al dente werden. Weil das ist bei Italiener, das ist ein Muss. Für alle, für die es schon zu lange her ist, hier nochmal die beiden Versionen der Spaghetti Carbonara im direkten Vergleich. Können die Fastfood-Hacker damit überzeugen? Aussehen tut's ja gut. Aber nicht so wie beim Toni. Beim optischen Eindruck gehen die Meinungen schon mal auseinander. Herrscht in puncto Geschmack Einigkeit? Als Originalkoch des Gerichts macht Toni den Anfang. Auf jeden Fall, ich brauche nur eine Flasche Wasser. Warum? Versalzen? Ja, zu kräftig, zu stark, nicht so homogen. Die sind einfach zu hart. Im Restaurant würde ich das zurückschicken. Also was ich am meisten vermisse, ist der Pfeffer. Also ich habe das Gefühl, hier ist so ein bisschen Staub, Pfeffer. Ja, und du schmeckst nur die Spaghetti? Leider. Ach, schade drum. Also ich glaube, das hätte ich auch kochen können. Tada! Buongiorno. Hi. Buongiorno. Aus persönlichen Gründen musste Fastfood-Hacker Mergim unerwartet gehen. Obwohl der Barista eigentlich die Verantwortung tragen wollte, bekommt Sibylle nun alleine das Juryurteil. Wie hat es euch geschmeckt? Der Moment der Entscheidung. Wenn du zahnlos bist, kannst du die Spaghetti nicht essen. Zu al dente. Ach, viel zu al dente. Bille, wir kennen uns jetzt schon so lange. Von dir bin ich was anderes gewohnt. Enttäuscht mich wahnsinnig. Also von 5 Punkten gebe ich euch 2 Punkte. Mehr ist es leider nicht wert. Okay. So sorry. Was mir auch fehlt, ist einfach so der Pfeffer, die ganze Gewürzmischung. Das war einfach eine Komposition bei dir und das ist bei euch einfach ein salziger Haufen.
Also ich gebe euch von 5 Punkten auch 2 Punkte. Sibylle, yeah. Du weißt, ich bin Italiener, mit mir kannst du reden. Ja. Was gibst du mir? Was gebe ich dir? Ein nettes Lächeln. Wie hat dir unsere Carbonara geschmeckt? Also, das ist wirklich, das kann man nicht essen, das ist viel zu arg. Ja, sogar ich als Italiener, ich esse gerne al dente, aber das hier, ja, das geht gar nichts. Du weißt doch, ich bin Italiener und ich bin nicht böse. Ich kann, du guckst mich auch so toll an. Und nur aber wegen dir, von 5 Punkten gebe ich dir 3. 7 magere Punkte. Sowie einen Bonuspunkt für den preiswerten Einkauf. Alles in allem eine herbe Enttäuschung. Auch für Mergim. Er hat die Bewertung am Laptop mitverfolgt und hadert mit sich und der eigenen Leistung. Das hatte er sich ganz anders vorgestellt. Nee, das Ding ging voll daneben. Den Schuh ziehe ich mir an. Es war mega schlecht, weil wenig Zutaten und verkackt. Das geht ja gar nicht. Aber ich glaube, wir wachsen mit unseren Herausforderungen. Mal gucken, was noch kommt. Wir sind gespannt. Hier noch einmal der Schnelldurchlauf, wie Tonis Spaghetti Carbonara richtig zubereitet wird. Ganz klar, dem Geheimnis des italienischen Klassikers sind die Fastfood-Hacker nicht auf die Spur gekommen.